Kylo Quarker. Moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Valen 2.0. Ja, in der letzten Folge haben wir uns eine neue Rüstung geholt. Können sie aber nicht anlegen, weil wir einfach gerade noch zu schwach sind. Aber, ja, das sollte nichts. Was ist jetzt hier los? So, hat sich das Spiel? Das hat sich. So, was haben wir denn hier alles noch auf dem Schirm? Vermissten Jäger. Ah, okay. Max sollte im Wald beim großen Wasserfall im Tal einen Keiler erlegen. Thomas ist ins Tal bei der Festung aufgebrochen. Ja, ja, das bin ich selten Schattenläufer. Ich dachte auch, ist auf. Ja, okay. Also, ich muss mich mal nach ein paar starken Kerlen umschauen, die den Hof beschützen können. In der Hafenstadt umzuschauen nach starken Kerlen. Komm, willst du? Halt! Das Lagerhaus ist für dich tabu. Also, mach, dass du verschwindest. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Haben wir schon mal versucht, ihn zu überlisten, ne? Hat ja nicht so ganz geklappt. Aber vielleicht finden wir ja hier ein paar starke Kerle. Oh, Rohstall. Na, bitte, ja, mach, bitte, dass du wegkommst. Ja, 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 ist ja gut. Ganz, ganz ruhig bleiben, du. Schlüpfer. Ich glaube da nicht dran. Vielleicht kann ich die ja hier fragen. Hey Mann. Hey Mann. Wer bist du? Es geht dich einen feuchten Dreck an. Jetzt verpiss dich endlich. Ach so. Ne, die beiden wollten doch. Ah, die haben doch, glaube ich, Ärger gemacht oder so, ne? Ich glaube, die waren nicht so nett. Ich sehe gerade. Können uns auch mal hinlegen und eine Runde pennen. Bis 8 Uhr. Das ist vernünftige Zeit. Das ist christlich. Ja, boah. Leute, ich will jetzt unbedingt. Also, eigentlich will ich ja wissen, was da hinten in diesem Turm drin ist. Hier allerdings sind auch so ein paar Schiffswracks. Könnten wir uns auch erstmal angucken. Oder hier einfach mal um die Ecke? Ich würde sagen, diese Folge gehen wir ein bisschen erkunden. Weil wir brauchen noch ein paar Punkte, brauchen wir noch fürs neue Level. Dann können wir die neue Rüstung anlegen. Das machen wir. Wir schwimmen jetzt hier rüber. Auf geht's. Ich kann mir vorstellen, dass da mit Sicherheit irgendwie ein paar Lurker oder so sind. Aber es ist ja kein Problem. Geschmeidige Links-Rechts-Kombi, Alter. Und dann hat sich das. Die alten Baumwollschlüpfer. Oh, was ist jetzt los? So. Gefährlich, gefährlich. Dann wollen wir mal schauen. Das ist ein Lagerfeuer. Das ist so schöne Piratenmusik jetzt hier gerade wieder, ne? Ist das nicht auch die? Von Jaken da, wo die Piraten waren? Ich glaube, ne? Oh, da oben ist auch noch was drauf. Was haben wir hier? Und Dietrich. Und einen starken Grog. So muss das. Und haben wir da den weltbekannten? Nein, ich dachte, das wäre der Feldknöterich. Aber es war nur eine blöde Feldrübe. Oh, Muscheln aufsammeln. Da könnten gute Perlen drin sein. Das gibt feines Geld. Und wie wir letztens gelernt haben, ist das, glaube ich, wirklich davon abhängig, wo man seine Sachen verkauft. Aber bei dem Schmied haben wir viel, viel mehr für unsere Waffen gekriegt. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir hier gleich einer an die Unterwäsche will. Aber wir schauen uns das hier alles ganz schmeidig an. Sitzt jemand? Silberkelch. Ui. Das ist nice. Hier, da ist jemand. Mal schauen. Freund oder Feind? Was bist du für einer? Du bist Sven. Wer bist du denn? Die gleiche Frage könnte ich dir auch stellen. Oh, Verzeihung. Mein Name ist Sven. Aha, Sven also. Und was machst du hier? Geiler Wagger. Wir sitzen hier fest und das ist seitdem unser Schiff vor einigen Jahren nur auf Wanker laufen ist. Wir? Selbst für diese Nachteile hatten wir hier drüben noch nie Besuch. Was verschreckt dich denn hierher? Junge, Alter. Wer ist wir? Na, ich und mein Kumpel Buck natürlich. Buck? Komisch. Ich sehe hier aber nur dich.
Nein, nein, Buck sitzt da drüben am Feuer. Ja, aber du sollst ihn besser nicht ansprechen. Er ist sehr süchtig, weißt du? Verstehe. Okay, das wirkt der alles Kerl sehr... Der hat sie doch nicht mehr alle. Warum bist du hier geblieben? Mit Buck kann leider nicht schwimmen. Und ein Boot haben wir auch nicht. Und ich will dich einfach zurücklassen. Außerdem gefällt uns hier. Hier haben wir wenigstens unsere Ruhe. Stimmt's, Buck? Der heißt jetzt Buck oder Buck? Bei Buck muss ich immer an Kill Bill denken. Kennt das noch einer? Ich bin Buck und ich bin hier für einen Fuck. Ja, okay. Wollen wir uns Buck mal angucken? Ich glaube nämlich, Buck ist, mit Sicherheit nicht mehr so lebendig, kann ich mir vorstellen. Mein, er hätte doch einfach rüberschwimmen können und sagen, ey Leute, mein Kollege, der hockt da drüben auf der Insel. Hilf ihm mal. Oh, geil. Ring der Kraft, Stärkebonus. Nice. Aber uns fehlen trotzdem noch 2 Stärkepunkte. Schade, dass es jetzt kein Ring mal mit plus 5. Aber hier einen Stärkering zu finden, das ist schon mal sehr gut. Yo, Bucky. Da ist eine Tür. Die habe ich echt, die habe ich ohne Scheiß, die habe ich nicht gesehen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Freund, hast du einen Schlüssel? Jetzt komme ich da nicht rein. Sven. Hey, du da. Ja, ich wollte hier doch mal mit Buck reden. Rostiger Schlüssel. Das kann's. Ich glaube, der Magger ist so verrückt, der... War doch locker, der Schlüssel. Buck? Oh Mann. Ich glaube, Buck, da ist gar nichts mehr los. Ein Sextant? Oh Mann, Leute, da sind so gute Sachen zum Verkaufen, Alter. Jetzt nur die Frage, wer will einen Silberkelch und sowas haben, ne? Alter, what the fuck? Goldener Kompass. Ist sicherlich ziemlich viel wert. Crazy. Aber ich glaube, Sven ist sich nicht im Klaren darüber, dass das Bug nicht mehr ist, oder? Ich habe jetzt auch keine Quest mit ihm, ne? Nö. Es hat sich auf jeden Fall voll gelohnt, Mann. Wir haben richtig viel Cash-Mash gemacht. Gefällt mir. Haben einen Stärkering gefunden. Ja, guck mal, Alter. Von Kling von 10 auf 30, von 15 auf 35, von 5 auf 20 und Feuer auf 15. Also, es ist echt nicht mehr viel, ne? Wir müssen ein paar Viecher killen. Aber ich habe jetzt einfach Bock auf diesen Turm da hinten. Das juckt mich schon in den Fingern, da jetzt endlich hinzugehen. Und ich weiß, ihr wollt es auch. Deswegen machen wir das jetzt auch. Ist das weit weg? Weiß mir hier lang? Nee, können wir so. Müssen wir keinen Zeitraffer oder so machen, ne? Gehen wir auch so hin. Alter, was ist denn da hinten noch? Ey, Leute, jetzt mal Real Talk. Wie groß? Jetzt kann ich auch verstehen, warum die Modder sagten, dass sie da mehrere Jahre dran gesessen haben. Obwohl ich wirklich nicht weiß, wie groß dieser Aufwand ist, die Welt zu erschaffen. Vielleicht könnt ihr das ja mit ein, zwei Sätzen mal erklären, was bei so einer Mod das Aufwendigste ist. Sind das, okay, die Dialoge sind wahrscheinlich sehr aufwendig, aber ist das so quasi die Welt erschaffen, die Dialoge erstellen oder... Würde mich mal interessieren, was da so alles mit reinspielt, weil ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann Spiele spielen, aber ich kann sie beim Gott nicht entwerfen. Da bin ich absolut... Da bin ich Graupe. So, jetzt sind wir. Ey, Leute, es wäre so witzig, wenn hier auf einmal Xardas gleich sitzt und sagt, moin, du Schlüpfer. Hab schon auf dich gewartet. Hui. Ist das jetzt hier ein Leuchtturm, oder? Ist er... Erstmal umgucken. Können wir hier sitzen? Ui, komm mal sitzen. Schön. Da nicht. Oh, das hat sich immer, wenn er da noch irgendwie so anvisiert ist, ne?
Dass er dann immer... Ja, hoffentlich komme ich da rein. Hallo? Dich hat aber auch schon lange keiner mehr besucht. Kann das sein? Aber Leute, ich rieche hier... Riecht ihr das? Es riecht nach Schätzen. Noch ein Sextant. Ich bin ein richtiger Seebär. Staubte Buchkommode. Wollen wir mal gucken, was da drin steht, wa? Oh. Hier steht nicht wirklich etwas Interessantes. Das meiste davon ist unlesbar. Wobei... Ah, hier steht etwas. Erledigt. Ich habe ihn. Hugo hat wirklich meisterhafte Arbeit geleistet. Der... Hugo? Ab hier ist auf dieser Seite nichts mehr lesbar. Ah, hier steht noch etwas. Laura... Oh, meine geliebte Laura. Ich hoffe, du bist bei bester Gesundheit. Ich hoffe, dass dein Vater... Ach, scheiße. Nicht lesbar. Diese verfluchte Krankheit. Ich spüre förmlich, wie der Tod immer näher kommt und nach mir greift. Meine Liebste, werden wir uns denn wirklich nie wiedersehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zum... Ich hab mich richtig... Wie, was? Wer oder was bist du denn? Oha. Oh, Verzeihung. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Jack, der Leuchtturmwärter. Jack! Naja, besser gesagt, war ich das mal. Denn Jack ist ja leise. Bin ich... Ein Geist! Tod, wollte ich eigentlich sagen. Aber ja, deine Bezeichnung ist natürlich auch passend. Oha. Oha. Verdammt. Ich hab's gewusst. Ich hätte schon vor langer Zeit endlich mit dem Trinken aufhören sollen. Wie bitte? Ach, nichts. Sag mal, Herr Geist. Bitte, nenn mich Jack. Jack, ist das hier echt? Oder habe ich gerade irgendeine echt krasse Halluzination? Oh, weiß nicht. Was denkst du? Ich weiß nicht. Deshalb frage ich ja dich. Aber Jack wirkt sehr nett. Na toll. Das beantwortet meine Frage definitiv nicht. Hör zu, Geist. Ich meine, Jack. Ich gehe dann wohl lieber mal wieder und lasse dich hier weiter in Ruhe herumgeistern. Warte, geh noch nicht. Oh Mann, das war echt zu erwarten. Was sehr denn? Gut. Du musst mir helfen, bitte. Ja, ja. Wobei kann ich dir denn helfen, mein Freund? Ach ja? Und wobei könnte ein Geist denn Hilfe benötigen? Meine Erlösung. Erlösung? Was faselst du da? Na, denkst du denn etwa, ich wandle freiwillig und gerne so in der Welt der Lebenden umher? Keine Ahnung. Tust du das denn? Nein, in diesem Nein. Zustand ist das die Hölle. Also sag mir nur einen Grund, warum ich das toll finden sollte. Ewiges Leben vielleicht? Ah. Was habe ich denn davon? Ich kann kein gutes Essen mehr genießen, nichts Anständiges mehr saufen, mich nicht mehr bei Leuten sehen lassen und auch nicht mehr... Naja, du weißt schon was. Du weißt schon was. Ich kann es mir vorstellen. Schon gut. Ich habe es verstanden. Du möchtest dieses Leben nicht mehr. Aber wie soll ich dir denn bitteschön mit diesem Problem helfen? Ich bin ein Pirat. Was du brauchst, ist ein Gelehrter. Oder noch besser, ein Magier. Eben jemand, der sich mit so etwas auskennt. Und bisher bin ich so jemanden auf dieser Insel noch nicht über den Weg gelaufen. So jemand ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Wie meinst du das? Bekanntlich sind oft Seelen Verstorbener auf der Erde gefangen und zu früh aus dem Leben gerissen worden. Seelen derer, die etwas, das ihnen wichtig war, nicht mehr zu Ende bringen konnten. Ach, was? Was denn? Liest du etwa keine Bücher? Naja, ich... Egal, also, wie gesagt... Seelen von Verstorbenen, die etwas, das ihnen wichtig war, nicht mehr zu Ende bringen konnten und sie nun auf der Erde gefangen hätten. Und was soll das in deinem Fall gewesen sein? Tja, wenn ich das nur wüsste. Na oh Mann. Toll. Allerdings, vielleicht... Was denn? Ist es dir wieder eingefallen? Ja, das muss es sein. Nun spuck's schon aus. Meine Geliebte, Laura, lange ist es her. Sie war die Tochter des Fürsten.
Ich, ein einfacher Leuchtturmwärter. Verbotene Liebe, sozusagen. Die Tochter von Renwig? Wusste nicht, dass der Typ eine Tochter hat. Oha, scheiße. Einer der früheren Fürsten. Boah, ich wollte gerade sagen. Der Fürst, der sogar noch vor dem Fürsten, der vor Renwig hier regierte... Ach, Junge, wie lange hockten der da schon? Verwirrend. Aber ich verstehe. Und was ist mit der? Wir kannten uns bereits längere Zeit. Irgendwann, wir... Ich wollte sie heiraten. Ihr einen Heiratsantrag machen. Ich gab mein halbes Vermögen dafür aus, ihr einen Ring anfertigen zu lassen. Einen Ring von einem Meisterschmied. Es sollte der beste und schönste Ring werden, den eine Frau der Ringe. Auf der Insel jemals trug. Doch dann, in eben jener Nacht, in der ich ihr den Antrag machen wollte, wir wurden zusammen erwischt, waren nicht vorsichtig genug. Ihr Vater, der Fürst, erließ mir eine Strafe, denn er kannte meinen Vater und der war ein guter Mann. Doch wir durften uns nie wiedersehen. Aus dem Heiratsantrag wurde nichts. Nie. Denn wenig später wurde ich krank. Sehr krank. Die Krankheit, sie raffte mich letztendlich dahin. Ich bitte dich, übergib ihr den Ring und erzähle ihr, dass ich sie immer noch liebe und vermisse. Was habe ich denn davon? Siehst du die Folie neben mir? Klar. Der erwähnte Ring befindet sich darin und ebenfalls einige andere wertvolle Dinge. Ui! Niemand hat seit meinem Ableben auch nur einen Fuß auf diese kleine Leuchtturminsel hier gesetzt, soweit ich weiß. Bis auf den Ring könnte all das dir gehören, wenn du diesen nur zu meiner Geliebten überbringst. Mach ich. Also, was sagst du? Ich flehe... Lebt die denn überhaupt noch? Bitte. Hat er nicht gesagt, das ist die Tochter vom Fürsten, der sogar noch vor dem Fürsten, die Frau Renwig regiert hat? Also, da müssen die aber keine lange Amtszeit gehabt haben, oder? Obwohl, warte mal, der Fürst davor, der hatte eine Tochter. Also, ja, okay, doch. Könnte hinhauen. Ah, na schön. Ich helfe dir. Wo finde ich denn diese Laura? Wirklich? Oh, ich danke dir vielmals. Gar kein Ding, Jack. Wo du sie findest? Keine Ahnung. Ich an deiner Stelle würde mich mal etwas in den bewohnten Gebieten hier auf der Insel umhören. Zumindest einige der älteren Inselbewohner sollten sie noch kennen und vielleicht sogar wissen, was seit unserem letzten Wiedersehen mit ihr geschehen ist. Hoffen wir es mal. Gut. Ich finde deine Geliebte. Und der Ring? Wie öffne ich denn am besten die Truhe? Mein Bett, der passende Schlüssel, befindet sich in einer kleinen Ritze auf der rechten Seite der Matratze. Mhm. Gut, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Geil. Nochmals vielen Dank für ja, Jack. Lass gut. Ach komm, hör auf. Lass gut sein, du Schlüpfer. Wo ist denn dein Bett? Lass mich raten. Ist oben, ne? Ja, Jack, du bist ein Feini. Du hast gesagt, ich darf das hier alles mitnehmen. Und das werde ich jetzt auch tun. Müssen wir jetzt hochklettern? Locker, ne? Auf. Immer schön die Treppe rauf. Das ist aber auch schon wieder, muss ich sagen, echt cool gemacht. Kommst in den Leuchtturm, hast gedacht, also ich bin schon davon ausgegangen, dass es wieder irgendein Jack geben wird. Aber dass er diesmal tot ist, finde ich irgendwie mal was anderes. Das finde ich nice. Ist echt eine coole Idee. Das ist noch ein Bierchen. Jetzt können wir auch einmal ganz nach oben, ne? Das ist ja wohl klar. Der gute alte Jack. Eine Krankheit raffte ihn dahin. Verdammt. Was haben wir hier? Starker Rum. Ja, Digga. Hier oben sitzend und sich ein reinorgeln, ne? Das ist jetzt auch nicht so die beste Idee, Alter. Wenn du hier runterfällst, ja, machst du nix. Das. Ein schwerer Ast. Okay, hier hätte man... Ja, gut. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts weiter, aber runterspringen ist nicht. Also wir müssen schon runterklettern. Hoppapa. Gott, da war ja schon wieder fast vorbei, ne? Nice. Das ist auf jeden Fall eine coole Quest. Jetzt haben wir den Schlüssel. Ich bin gespannt, was da noch so drin ist. Und dann überbringen wir Laura, ja, den Ring. Den Ring der Macht. Steht da. Gut. Jacks Seele. Ruhe. Was haben wir da drin? Oh, oh. Ein feiner Degen. Leute, ich bin froh, dass wir nach wie vor keine Waffe gekauft haben.
Mit dem nächsten Levelaufstieg. Einmal Geschick, einmal Stärke. Neue Rüstung, neues Schwert. Junge, dann ist aber... dann ist ja was los. So. Und was wir auf jeden Fall noch machen müssen, Leute. Ihr habt es ja in die Kommentare geschrieben. Einer der Modder. Dass es in jeder größeren Stadt ein Teleportstein gibt. Da ist eine Höhle. Da schwimmen wir hin. Gleich wieder was gesehen. Nice. Ja, muss man ja gleich erkunden, oder nicht? Also mal wirklich. Aber ich bin ja froh, dass man hier so in dem Wasser alles sehen kann, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da, was das angeht, so ein Schisser. Ich hätte immer Angst, dass von unten mich was packt. Ah, und auf den Meeresgrund zieht, Alter. Da habe ich echt so eine kleine Phobie tatsächlich. Wenn ich weiß, ich bin so im Strandgebiet und das Wasser ist auch nicht so tief, dann geht das tatsächlich. Aber würdest du mich mitten auf dem Ozean rausschmeißen, ich hätte Panik ohne Ende. Nur als kleiner Fact am Rande. Wer bist denn du? Niklas? Niklas? Das ist ein Steckbrief. Mit Ermordung eines Milizsoldaten. Okay, dann wollen wir mal... Oh, wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Hey, du. Was machst du denn hier? Die gleiche Frage könnte ich dir auch stellen. Ich verstecke... ich lebe hier. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Warum bist du hier? Ich bin gekommen, um dich zu töten. Aha. Du bist also ein Kopfgeldjäger? Hätte ich mir ja denken können. Aber bevor du mich tötest, sag mir, wie hast du mich gefunden? Nun, ich schätze, du hast einfach zu viele Spuren hinterlassen. Ich habe dich durch Zufall gesehen. Verstehe. Ich hätte also vorsichtiger sein sollen. Wie dem auch sei, zieh deine Waffe. Möge der Bessere den Kampf gewinnen. Er ist aber entspannt. Oh, das wieder... Okay, Leute. Zeitraffer, let's go! Jawohl! Wir werden immer besser. Nice, Digga. Da ist sein Kopf. Das kostet uns wieder... Oh, irgendwie wirkt ihr so sympathisch und dann wollt er es doch nicht mehr. Dann hat er sich gesagt, okay, jetzt sterbe ich. Zieh deine Waffe. Ja, so, lass uns mal ein bisschen kämpfen. Wie ist das? Oh, Leute. Was denn? Jeder. Ihr wisst, was das heißt. Ein bisschen Stärke. Ein bisschen Geschick, eine neue Rüstung und ein neues Schwert. Pardon, einen Degen. Wir wollen ja korrekt bleiben hier. Was ist hier denn? Das ist doch eine Buddel. Ein Silberkech. Hey Junge, was findest du denn hier alles? Das ist ja... Würde ich hier einfach... Das ist ein Lurker, das ist nicht gut. Da müssen wir weg. Fuck, da ist auch ein Lurker. Das ist eine Waffe. Ein grobes Kurzschwert. Also Leute, ich ärgere mich, dass ich jetzt hier Waffen gekauft habe, ne? Also Real Talk, das brauchst du nicht. Okay, da müssen wir irgendwie dran vorbei. Hinten kommen wir auch nicht hoch. Ja. Verzwickte Situation, weil mit dem Lurker möchte ich mich eigentlich noch nicht anlegen, wenn ich ehrlich bin. Kommen wir vielleicht so einfach dran vorbei. Oh nee, der ist ja jetzt schon. Akro. Okay. Ein Hering. Ja, ja, gut. Okay, müssen wir schauen. Da hinten kommen wir jetzt nicht. Wir können natürlich die Küste langlaufen, aber... Ach, los jetzt hier. Abfahrt. Freie Bahn mit Marzipan. Ja. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Was ist denn los? Guck an hier. Hey, Mann. Hey, Mann. Ich finde das so geil, dass er auch die Frauen so anspricht. Hey, Mann.
Wer bist du? Hey, du da! Jake, wer bist du denn? Wer bist du? Oh, musst du mir jetzt wirklich auch noch auf den Sack gehen? Schlecht gelaunt. Was? Ist das wirklich so schwer zu sehen? Ja, verdammt, ich bin schlecht gelaunt. Oh. Was denn? Was ist los? Ich stehe mir hier jetzt schon seit einer Woche die Beine in den Bauch. Hab ich nämlich vom Kommandanten den Auftrag erhalten, hier Tag und Nacht auf die Holzfäller aufzupassen, damit sie nicht von irgendwelchen Viechern aus dem Wald gefressen werden. Und vor allem machen mir jetzt seit einigen Tagen auch noch ein paar herumstreunende Wölfe das Leben schwer. Und seitdem habe ich keine ruhige Minute mehr, da ich jederzeit mit einem Angriff rechne. Warum machst du die Wölfe nicht einfach platt? Würde ich ja, aber ganz alleine? Ja, warte, wir regeln das. Es sind nur Wölfe. Pah, das sagst du so leicht. Diese Viecher sind besonders aggressiv. Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie sie eine Gruppe Scavenger auf brutalster Weise zerfleischt haben. Das ist aber gemein. Das Fleisch hat sie nicht mal interessiert. Sie haben sie einfach liegen lassen. Oh. Ich kann mir ihr Verhalten nicht erklären. Aber alleine setze ich ganz sicher keinen Fuß in die Nähe dieser Viecher. Ja, Jake, warte mal. Das können wir zusammen machen. Ich könnte dir bei der Sache mit den Wölfen helfen. Was denn? Das würdest du tun? Und warum? Ich brauche Gold. Ja, das brauchen wir alle, mein Freund. Aber ich sag dir was. Wenn du mir hilfst, die Viecher platt zu machen, soll es dein Schaden nicht sein. Was meinst du? Oh, finde ich klar. Finde ich gut. Klar, bin dabei. Hm, sehr schön. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Nein. Folge mir. Jetzt warte doch mal. Nö. Das kannst du vergessen. Du wartest jetzt gefälligst, bis ich meinen Kram erledigt habe, mein Freund. Das ist aber sowas von safe. So, wer kann mir hier nochmal Stärke? Lehrer. Nee. Attribute. Ja, da habe ich ja die beiden. Oh. Lass. Einmal die Stärke hoch. Neue Rüstung. Leute, seid gespannt. Ui, die sieht aber geil aus. Martin? Klar. Einmal Geschick hoch. Dankeschön. Und ein neuer Degen. Ja, guck dich das an. Das ist doch schon... Oh, hier können wir gleich sagen, ja, wir haben Arbeit. Ich hätte vielleicht Arbeit für euch. So? Was denn? Der Bauernhof im Westen der Insel wird ständig von Rebellen überfallen. Und der Fürst will keine Wachen entbehren. Verstehe. Wir sollen also die Bauern beschützen. So sieht's aus. Rebellen verprügeln hört sich eigentlich nicht schlecht an. Hast du gehört, Martin? Es gibt Arbeit. Wir werden uns sofort auf den Weg machen. Sehr cool. So, ich gehe dann mal wieder zu dem anderen Schlüpfer hier, bevor er noch beleidigt ist, dass ich ihm nicht helfe. Alter, wir haben ja heute richtig was geschafft. Ohne, guck dich das mal bitte an. Sehen wir nicht crazy aus? Doch, also ich finde die Rüstung, die hat schon was. Ein gebratenes Fleisch. Ich hier. Kann ich da hinten was braten? Habe ich eine Pfanne? Ich kann da einfach sitzen. Ah. Fleischbraten. Alle Fleischkeulen braten. Sehr schön. Fleischschwanzen braten. Und den Fisch braten. Ja, nice. Alle Fische braten. Das ist doch schon mal gut. Auch, dass er da keine Pfanne für braucht, sondern sich das einfach auf den Stock zieht. Das finde ich super, super smart. Jetzt mal ohne Scheiß. Hier hätte ich noch ein Bier. Das brauchst du doch nicht, ne? Den Ragu da nehme ich da auch mit. Perfekt. Wo ist denn Jake jetzt eigentlich überhaupt? Ist er schon am Kämpfen oder wo ist er jetzt? Achso, das sind die Holzfäller, die da diese... Alter, ich wollte gerade sagen, ne? So, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal Wölfe töten.
Aber das, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, teilt das Video. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tüdelü. Skyloquawker. Wer? Wen meinst du? Sag bloß, du kennst Sky nicht. Na, dann wird's aber Zeit. Bei Speeds mit der Sky, ja, wir machen Stress. Komm, nicht so dumm. Jetzt bist du zerfetzt.